Hallo, hier ist die Kati und ich habe euch heute von Topmodel so einen kleinen Ballett-Haul mitgebracht. Und zwar drei Ballett-Hefte, Bücher, ja, Hefte sind es ja eher, ne? Und einmal so ein Tagebuch mit Code. Das gucken wir uns auch gleich an. Bin ich sehr gespannt. War ein großer Wunsch der Tochter. Mal gucken, ob das gut ist oder halt nicht, ne? Also haben wir noch dieses Heft hier und zwei verschiedene Sticker-Worlds. Wir fangen mal einfach mal hier mit dem an. Ballett Sticker World. 108 Sticker, ist schmal, aber hoch. Nicht so wie diese Dress Me Up oder so, deswegen gucken wir mal. Ich glaube, das ist diese Reihe, wo man so die Hintergründe hat. Ja, genau, da hat man nämlich ganz viele von diesen Hintergründen oder halt ja, Bühnen, worauf man denn seine Sticker verteilen kann. Es fühlt sich fast an, als wenn man die auch wieder verwenden könnte. Müsste man testen. Hier haben wir auch noch einen Schwan. Was ist das? Eine Bühne, ne? Ja. Ach so, ja, ich glaube hier, ne? So ein Modelssteg ist es nicht, ne? Ach, keine Ahnung. Hier ist noch so ein... Ach ja, klar, es ist doch... Na klar, es ist eine Bühne. Es ist doch Ballett. Das Thema ist doch Ballett. Also sind das die verschiedenen Bühnen. Umkleideraum. Und hier ist auch noch, ja, ne? So eine Umkleide mit Spiegeln und so. Und hier haben wir die ganzen... Moment, die sind hier so in der Mitte. Das ganze Ding hier in der Mitte... sind alles die Sticker. Und da haben wir sie schon. Und die kann man dann überall verteilen. Finde ich ganz gut, dass sie alle so halbwegs gleich groß sind. Weil oft hat man ja mal so eine, so ein, zwei große und dann was Kleines. Dann musst du wieder gucken, dass das vorne und das andere hinten ist. So passen die, glaube ich, alle ganz gut irgendwo hin. Das ist sehr schön. Ach, sogar mit ein paar Tierchen dabei und so ein bisschen Accessoires. Sehr schön. Sehr, sehr viele Tänzerinnen. Man die alle so verteilt kriegt in dem Heft. Aber gut, man kann das ja vielleicht auch noch für andere Sachen benutzen, die Sticker, die übrig bleiben. Oh, hier ist der, glaube ich, der Nussknacker, ne? Sehr, sehr schön. Ja, hier auch noch so ein paar Matten und hier Tüten. Hier ist der Nussknacker. Was haben wir hier noch? Das Pärchentanz ist auch dabei. Auch so aus dem Training, ein paar Aufkleber dann. Ja, man ist hier, na klar, ne, mit den Posen und so ein bisschen eingeschränkter als vielleicht bei diesen Anziehpüppchen, aber es ist auch mehr so, dass man so seine Welt halt kreiert, wie man sie gerne hätte, seine Ballettwelt. Kann man halt hier welche tanzen lassen oder irgendwelche Accessoires dahin kleben. Genau, ne, also hier könnte man natürlich gut welche tanzen lassen und dann sitzen vielleicht oder stehen hier noch welche auf der Treppe oder gucken hier oben runter. Das kann man dann so machen, wie man möchte. Ist auch sehr schön. Wir noch ein. Tada! Das ist, was ist denn? Achso, das sind alles Ballettschuhe. Wollte gerade sagen, was sind denn das für Goldklumpen? Aber nicht in Gold, aber es sind Ballettschuhe. Und hier haben wir auch hinten auch mit dem Flügel noch sehr hübsch. Und noch ein. Ach, guckt mal, hier ist das Weihnachtsbild. Das ist ja auch sehr süß. Da ist dann der Nussknacker. Und das war's dann schon. 4,95. Ja, kann man, glaube ich, auch nicht viel falsch machen, wenn das Thema... das Kind oder denjenigen, der sich das wünscht oder der das gerne haben möchte, interessiert, ist das, glaube ich, auch ein schönes Heftchen. Es ist jetzt nichts, ja, wo ich sagen würde, hey, das ist ja mal eine super Idee, bis auf den Nussknacker hinten. Aber solide und solide gut. Oh ja, liegt schon eine kleine Feder von dem anderen Sticker-Heft. Machen wir mal gleich mit dem hier weiter. Das wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein, wie das, was wir gerade angeschaut haben. Ich hoffe nicht genau gleich. Ja, guckt mal, das hat ein bisschen andere Hintergründe, ne? Vielleicht ist das eine so ein bisschen die Winteredition gewesen und das ist jetzt die Frühlingsedition. Auch so ein Trainingsraum. Ja, die Farben sind ein bisschen anders, ne? Deutlich heller und freundlicher. Es könnte tatsächlich so ein bisschen Frühling und das andere war vielleicht so Herbst, Winter, auch mit dem Weihnachten am Ende. Auch sehr, sehr schöne Hintergründe. Und dann haben wir hier die Sticker. Ja, auch schön. Also es ist halt alles sehr schön, ne? Das sieht fast gleich aus wie das, was wir eben gesehen haben. Aber Vergleiche. Das interessiert mich mal, ob sie da tatsächlich einfach die gleichen Sticker genommen haben. Wo war das mit dem? Das war auch relativ am Anfang, ne? Mit dem Hund. Mal gucken. Ja, guckt mal. Das ist das Gleiche. Die haben nur was anderes an. Ne? Hier ist der Hund. Und sie, hier ist die, die so ein bisschen Stretching macht. Hier ist die mit dem Beinchen hoch. Das hier ist sehr, sehr ähnlich, nur ein bisschen anders gemacht. Ja, okay. Also wenn man das eine schon hat, bräuchte man das andere vielleicht dann nicht unbedingt.
das wiederholt sich dann so ein bisschen. Aber es ist natürlich auch schade für, ne, für Ballettfans, die gerne Ballett machen und gerne so Ballettsticker machen. Also man muss ja nicht Ballett machen, um gerne Ballettsticker zu machen. Aber wenn das dann so sehr, sehr gleich ist und nur so, das eine ist halt hellrosa, das andere ist halt weiß. Naja, ist die Frage, ob es dann nicht langweilig wird, so auf Dauer. Also die Sticker haben wir dann ja alle schon gesehen. Guck mal, hier ist so auch wieder der, ach, hier ist auch wieder der Nussknacker. Das heißt, es ist doch keine Frühlingsedition. Na gut, also wenn ihr also die Hefte hier seht, ne, und euch überlegt, oh, die finde ich aber beide toll. Es reicht, wenn ihr eins nehmt. Alles gut. Da braucht ihr nicht beide von kaufen. Trotzdem sehr schön, ne? Guck mal, das ist wieder das Gleiche, nur so ein bisschen anders. Und hier hörst du jetzt der Nussknacker. Das ist, glaube ich, komplett gleich, oder? Ja, die Farben sind anders. Die Farben sind ein bisschen anders, aber es ist, ja, der gleiche Hintergrund. Na gut, also wie gesagt, eins reicht. Kosten die wenigstens gleich viel? Ja, eben nicht, ne? Man sieht das hier. Also wirklich, die sind auch jetzt, klar, alles wird teurer. 4,95, das scheint das ältere Heft zu sein. Und das scheint das neue Heft zu sein für 5,95. Tada! So, was haben wir hier noch Schönes? Dieses Heft, das ist jetzt aber anders. Das heißt Create Your Ballerina. Und das Schöne ist hier vorne, ist auf ihrem Kleid, so Federn sind da drauf geklebt. Eine flog hier gerade schon rum, aber wenn ich mal da ein bisschen, ich mach mal so ein bisschen so, naja. Hier hängt jetzt eine. Ich hoffe, dass es ein bisschen hält. Es ist schon irgendwie ganz süß. Und das fässt sich sehr schön weich an. So, dann haben wir hier vorne... Oh, hier sind noch mehr Federn dabei. Das ist ja cool. Eine Packung Federn. Kann man also auch selber kleben. Und dann sind hier Aufkleber dabei. Auch sehr schöne Ballettanzüge. Und hier die Schuhe. Sehr, sehr hübsch. Die Tasche gefällt mir auch gut. Da kann man gut was reinstecken. Das hält dann auch. So. Und hier haben wir schon das erste Mädchen. All you need is dance. Okay. Und das sind dann so, ne, diese Vorlagen, die es immer sind. Kann man anmalen oder anstickern. Manchmal angezogen, also manchmal in Farbe, mit Unterwäsche, manchmal halt auch einfach nur in Weiß. Aber da sind dann halt, ne, die Möglichkeiten auch richtig groß, dass man die verschieden anmalen kann oder so weiter. Man hätte hier vielleicht auch noch eins hindrucken können. Hätte nicht geschadet. Dann sind auch immer schon so fertige Bilder zwischendurch mit dabei. Oder halt so halbfertig, ne? Da ist der Hintergrund fertig und man kann das schön ausmalen. Weiter, weiter, weiter. Das ist ja auch sehr hübsch. Ein schönes Bild. So, weiter geht's. Noch eine Ballerina dabei. Noch eine Ballerina. Wie erstaunlich, so viele Ballerinen. Aber die Posen sind auch ab und zu mal anders. Also hier ist dann die Pose und jetzt ist die Pose mit beiden Händen über den Kopf. Also die Seiten sind nicht knapp, ne? Da hat man gut zu tun. Weiter, auch sehr schön. Und dann hier wieder zum selber ausmalen. Sieht schon fast aus, als wenn hier einer angefangen hätte auszumalen. Aber ich glaube, das ist nur vom Drucken. So. Noch ein paar mehr. So, jetzt. Ha, wir sind bei den Stickern. Wunderschöne Röcke. Und nee, Tütüs heißt das, ne? Im Ballett dann die Trikots dazu. Oberteile, Stulpen. Ein Hund geht auch immer, ne? Oh, das ist ja... Was ist das denn? Ist das ein Aufkleber? Ja, das sind Aufkleber. Also ich kann es wieder ganz schlecht beschreiben. Das ist fast wie so ein Hologramm. Und das ist ganz, ganz dick. Ich mach mal hier so ab. Ja, sind auch relativ dick, die Aufkleber. Und fassen sich... Naja, Hologramm ist vielleicht falsch. Also es fässt sich an wie Stoff. Wie echter Stoff. Richtig, richtig cool. Also das ist mal... Sieht auch sehr echt aus. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen auf der Kamera. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Toll. Mal was anderes. Also das sind so Sachen... Finde ich halt, die überraschen einmal und denkt sich, hey, das ist ja eine tolle Sache, ne? Dass nicht immer alles so doll gleich ist. Aber das war es dann auch schon. Dann ist auch schon Schluss. Auch ist aber ein sehr hübsches Bild. So, und du kostest 12 Euro, also 11,95. Ja, es ist aber auch ein bisschen was dabei, auch mit den Federn vorne und so, ne? Dann die Aufkleber vorne und hinten.
Und diese besonderen Aufkleber, gefällt mir auch ganz gut. Also ist ein bisschen was Teureres. Nichts für zwischendurch, sondern eher ne, für einen etwas besonderen Anlass dann. Und dann kommen wir mal zu diesem Teil hier. Das wurde sich sehr doll gewünscht von meiner Tochter. Ja, ich glaube, als kleines Mädchen hätte ich das auch toll gefunden. Oh nein, ist das hier ein bisschen... Hier ist es ein bisschen kaputt. Oh, oh. Na, so soll es nicht sein. Ne? Hier ist sogar ein Aufkleber drüber. Na, dann muss ich mal gucken, ob ich das nochmal retournieren kann. Oder ne, dass man da nochmal ein richtiges kriegt, weil die kosten eine Menge Geld. Steht es hier hinten drauf? Nee, hier drin. Und hier steht aber drauf neu. Das ist aber nicht neu. Also das sehe ich, das wurde hier repariert. Da muss man sich nochmal in Verbindung setzen. Hier steht jetzt nicht drauf, was es kostet, aber ich glaube, die kosten so zwischen 25 bis 30 Euro. Und dann finde ich, muss das schon ja, heile sein. Dann geht das hier nicht. Der Code ist 000. Können wir hier eigentlich irgendwas schon machen? Meckert er rum, wenn wir jetzt irgendwas anderes eingeben? 1, 2, 3, 4. The password you have entered is incorrect. Also das Passwort, was wir reingemacht haben, ist inkorrekt. Okay, dann machen wir mal. Das Lied ist relativ lang und auch relativ laut. Also, ne, wenn jetzt jemand hier anfängt, in sein Tagebuch zu schreiben, weiß auch jeder sofort Bescheid. Das Ding ist offen. Das hallt einmal durchs ganze Haus. Hier ist die Gebrauchsanweisung, um das Passwort zu ändern. Muss ja auch sein, ne? Sonst weiß ja jeder, dass es 000 ist. Hier ist dann anscheinend die ganze Musik und Technik drin. Hier unten kann man die Batterien hoffentlich dann auch wechseln, weil hier ist nämlich ein Close und Open. Ich weiß jetzt nicht, weil man das sich so anguckt, könnten da sogar normale Batterien reinkommen, oder? Steht doch hier wahrscheinlich irgendwo drin. Batterien. AG13LR44. Ne, das sind, glaube ich, keine normalen Batterien. Und hier kann man seinen Namen dann reinschreiben. Ja, hier hat man dann Platz, ne, für seine Tagebucheinträge. Sind immer ein paar Bilder dabei. Das finde ich ganz schön, dass es nicht einfach nur so leere Seiten sind. Aber ist es immer die gleiche, die da ist? Ist immer nur das Mädel von vorne? Okay, ja gut, dann finde ich es vielleicht doch schon... Oh nein, das macht schon wieder Musik. Ach, dann finde ich es vielleicht doch nicht ganz so toll. So ein paar verschiedene wären schon cooler gewesen. Naja, hier hinten ist sie dann nochmal drauf. Weil hier vorne... Oh mein Gott, pst. Hier vorne ist ja auch eine andere drauf. Das heißt, man hätte ja hier rein auch eine andere reinmachen können. Na gut. Und dann war es das auch schon. Ja... Braucht man es? Ach, hier hinten ist es drauf, welche Batterien das sind. Oh, das sind so eine runden, okay. Ne, diese kleinen Knopfzellen. 3 Stück anscheinend. Ja, hier machen wir jetzt mal wieder zu. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Es ist auch immer eine Sache, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das was Tolles ist für die Kinder, wenn sie dann da drücken können und sie können sich einen eigenen Code ausdenken und niemand kommt daran, das alles ist geheim. Das ist schon ganz putzig. Das Lied finde ich deutlich zu laut, deutlich zu lang. Und ich weiß nicht, muss das auf Englisch sein? Ist Topmodel nicht eine deutsche Firma oder bin ich jetzt total falsch? Wieso kann die nicht Deutsch sprechen, das Mädel? Aber das ist vielleicht dann auch wieder besonders toll und cool, wenn die dann Englisch redet. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, die hier oben, also das hier finde ich sehr schön. Das ist auch schön, dass das genau gleich ist, finde ich ein bisschen. Leute, macht euch ein bisschen mehr Arbeit, dann ist das auch in Ordnung. Es ist, glaube ich, nicht so schwer, da auch ein paar andere Posen und Sticker zu produzieren und nicht nur die Farbe zu ändern. Weil, ne, das ist dann, naja, ist eigentlich das Gleiche. Hätte man draufschreiben müssen, neue Version oder sowas. Neue Version, gleiche Posen, keine Ahnung. Das Teil, meins ist es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das Kindern gefällt. Deswegen, ja, so ein Mitteldaumen, ne, für diesen kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!